Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch den zweiten Teil meiner Bestellung von netz.de vorstellen. Und zwar geht es hier um die Macaroni Edition. Da habe ich mir auch 4 Farbgele in der letzten Bestellung von netz.de mitgenommen. Und die wollte ich euch einfach jetzt mal zeigen und wie sie sind in ihrer Konsistenz und wie sie sich auftragen lassen. Hier haben wir einmal das, aus der Macaroon Edition, das Bellamy Rose, so ein rosa Ton, ganz geil. Ich liebe solche rosa Töne, die sind lecker, lecker. Also wenn man Nägel essen könnte, würde ich diesen Ton als Eis essen wollen. So. Und jetzt beginnen wir mit dem Farbauftrag. Das ist halt eine helle Farbe. Und es ist eine geile Farbe. Mir gefällt es ja total. Eine schöne Farbe. So, das härten wir dann jetzt mal aus. Wer mein letztes Video gesehen hat, das war ja die Vorstellungsrunde Nummer 1, die Glossy Gele von netz.de, die ja ohne Schwitzschicht sind. Die habe ich in meinem letzten Video vorgestellt. Die fand ich ja auch total toll. Und ich bin mir sicher, dass ich mir mit Sicherheit das ein oder andere Gel noch einmal nachbestellen werde. So, dann werden wir als nächstes auch aus der Macaroon Edition, weil das Video geht um diese Farben, das Strawberry Green. Ja, ist auch ein Rosaton, allerdings so ein bisschen mehr ins Lachsfarbene. Und auch das ist sehr schön und auch das lässt sich sehr gut auftragen. Also ich habe bisher mit den Farbgelen von netz.de, bis auf dass ich mit der Farbe ins Klo gegriffen habe, weil ich gedacht habe, im Internet sah die Farbe anders da aus, wie sie später im Tiegel aussah. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert drüber, aber ich habe auch schon eine Alternative gefunden. Alle, die meinen Livestream im Wohnzimmer gesehen haben, die wissen, dass es um diesen einen Grünton geht, den man dann mit dem Aurora-Pigment sehr gut wieder kaschieren kann. So, hier habt ihr diese Farbe. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Und auch diese härten wir wieder aus. Ich habe, wie gesagt, das hatte ich im letzten Video schon erwähnt, ich habe eine Kombilampe, da härte ich meine Gele in einer Minute aus. Unter der UV-Lampe müssen die Gele natürlich 2 Minuten aushärten. Und das war, wie gesagt, das Strawberry Green. Mein Gott, ich habe es mit Englisch überhaupt nicht. Jetzt kommen wir zu einer sehr geilen Farbe, das Pistachio Granate. Ein geiles, geiles Neongrün, mehr oder weniger. Und ich muss das haben. Ich muss das haben. Und wenn ich ein Design mit diesem Grün gemacht habe, dann werde ich es euch wissen lassen. Aber ich muss das haben. Es war so mega. Und ich wollte es einfach haben. So. Ja.
Ich habe es jetzt nicht ganz aushärten lassen, sonst wird mein Video wieder so lang. Das möchte ich eigentlich verhindern. Auch das tragen wir jetzt hier schön auf. Ah, es ist eine Granatenhammerfarbe. Also wer drauf steht, absolut mega. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich stehe auf sowas. Das ist so eine schöne, erfrischende Farbe. Und kombiniert mit anderen Farben und eventuell ein schwarzes Stamping drauf, ein schönes oder so, macht das natürlich total was her. So. Das ist natürlich schon der Oberknaller. Auf dem Rad seht ihr die anderen Farben von Nails.de, die Glossy-Farben. Und wow, geil. In der Lampe leuchtet das total. Es hat, ist halt ein Neon. Es leuchtet total wie gelb. Ganz, ganz helles Grün. Ja, das ist das Pistazie sozusagen. Da, Granatsche. Wenn ich es nicht richtig ausspreche, tut mir leid, ich bin kein Englisch-Typ. Und das letzte, das Tim Tam Slam. Das ist ein schöner Blauton. Heller Blauton. Ich sehe gerade, hier ist es ja gar nicht richtig offen. So, das ist halt ein schöner, schöner Blauton. So Babyblau fast, würde ich behaupten wollen. Und auch den musste ich haben. In dieser Macaroon Edition gab es noch ein paar andere Farben, aber die hatte ich zum Teil schon mehr oder weniger zu Hause. Jetzt nicht aus der Edition, aber die Farben habe ich schon. Und die musste ich mir dann halt nicht nochmal doppelt ins Haus holen. Das muss ja nicht sein. Ja, also das ist hier so ein wirkliches Babyblau. Fantastisch. Ganz zartes Blau. Total toll. Wie das zarte Rosa auf der anderen Seite. Seht ihr? Total mega. So. Das lasse ich jetzt komplett aushärten, damit wir, ja, damit ich die Farben nicht wieder an den Fingern habe. Wie gesagt, das war der zweite Teil meiner Vorstellung von Studio Max, also von Nails.de. Und das ist die Macaroon Edition. Ihr seht hier nochmal. Ne? Jetzt will die Kamera nicht so, wie ich das gerne hätte. So. Ihr seht hier nochmal die einzelnen Farben. Ja, und ich hoffe, ihr guckt euch auch meinen dritten Teil der Vorstellung von den Farben von Nails.de an. Den drehe ich jetzt direkt im Anschluss. Und hier sind nochmal die Farben, allesamt, 4 Stück. Ich finde sie mega. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!